Und inzwischen hat das Gesundheitsministerium auch die aktuellen Infektionszahlen veröffentlicht. Seit gestern sind österreichweit 3.239 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Vergleichszahl vor einer Woche lag noch bei 2.528 Infektionen. Welche Aussichten es angesichts der aktuellen Infektionslage am Arbeitsmarkt gibt, hat Susanne Schnabel gestern im Report mit Arbeitsminister Martin Kocher besprochen. Zuerst nimmt er aber Stellung zur Frage der Impfstrategie in Österreich. Das ist nicht für den Wirtschafts- oder Arbeitsminister schwerer zu bewerten, weil wir uns im Arbeitsbereich sehr stark auf den Arbeitsmarkt konzentrieren müssen. Ich habe also am Rande einiges mitbekommen, klarerweise, aber das ist nicht das, was meine Hauptaufgabe ist. Es ist ganz wichtig für den Arbeitsmarkt, dass das funktioniert. Öffnungsschritte werden davon abhängen, wie schnell wir durchimpfen. Deswegen ist es wichtig, dass es funktioniert. Wie es funktioniert, dafür ist das Gesundheitsministerium verantwortlich vor allem. Es funktioniert eben offenbar nicht so, wie es sollte. Daher nehme ich die Frage, es hat ja, Sie haben es ja selber gesagt, wesentliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, wie schnell die Menschen wieder in den Job zurückkommen. Können Sie da mit dem derzeitigen Impfmanagement zufrieden sein als Arbeitsminister? Es geht um mehrere Sachen gleichzeitig jetzt. Es geht ums Impfen auf der einen Seite. Es geht natürlich auch jetzt kurzfristig, und das ist die ganz wichtige Aufgabe, die Infektionszahlen gering zu halten und auch Öffnungsschritte vor der Durchimpfung zu erreichen, weil es wird ohnehin dauern, bis die Durchimpfung da ist. Das heißt, es geht darum, jetzt gerade beim Testen, gerade bei den Schutzmaßnahmen, wieder die Maßnahmen so umzusetzen, die eh alle kennen, und gleichzeitig das Impfen voranzubringen. Dann habe ich ganz gute Hoffnung, dass wir im Arbeitsmarkt auch Erleichterung bekommen. Entscheidend ist ja vor allem, dass jetzt über Öffnungsschritte, also diese Entscheidungen, die wurden vertagt, weil die Zahlen steigen. Jetzt haben Sie eine Perspektive, Herr Minister, haben Sie eine Strategie für die vielen hunderttausenden Menschen, die arbeitslos sind, aber auch in Kurzarbeit sind, vor allem in der Gastronomie, im Tourismus. Könnte es künftig regionale Öffnungen, wie gerade gesehen, in Vorarlberg geben, wo die Zahlen gut sind? Oder müssen sich diese Menschen auf weitere Wochen, gar Monate einstellen, dass sie gar nicht oder nur sehr wenig arbeiten? Wir haben ja letztes Jahr gesehen, dass es dann doch relativ rasch geht, und wir hoffen natürlich heuer, dass es ähnlich rasch gehen kann, wenn die warme Saison kommt, wenn die Impfungen weiter vorangeschritten sind, wenn es weitere Maßnahmen gibt. Öffnungsschritte auch in den Bereichen, die jetzt noch vollständig geschlossen sind oder zum Großteil geschlossen sind, vornehmen zu können. Wichtig, glaube ich, ist auch, dass jetzt diese regionale Strategie getestet wird. Wir haben Vorarlberg als Testregion, das ist ja auch so vereinbart, um zu schauen, wie das funktioniert. Ganz entscheidend im Beitrag ist es ja auch genannt worden, ist, dass in den Lokalen zum Beispiel die Ansteckungsgefahr, wenn alle getestet sind, wahrscheinlich gar nicht so hoch ist. Die Frage ist, welches Signal gebe ich an die Menschen im privaten Bereich? Und wichtig wäre, dass gerade im privaten Bereich weiter vorsichtig mit dem Virus umgegangen wird, um eben Ansteckungen zu vermeiden. Aber es kann durchaus sein, dass regionale Strategien uns helfen werden. Ich finde das grundsätzlich sinnvoll. Wir haben das schon als Wissenschaftler damals immer vorgeschlagen. Es ist schwierig in Österreich, weil Österreich nicht so groß ist und es Mobilitätsregionen gibt. Und natürlich kann man gewisse Regionen nicht trennen. Wien von Niederösterreich zu trennen, ist besonders schwierig. Aber in Vorarlberg geht es natürlich. Gut. Sie sprechen sich für regionale Öffnungen aus. Jetzt muss man sagen, die ganzen Hilfsinstrumente, die Österreich da in die Hand nimmt, und das sind Milliarden von Euro, die wurden unter anderem mit der Kurzarbeit verlängert, einmal bis zum Sommer. Rechnen Sie aber im Sommer, wie es der Bundeskanzler sagt, mit einem normalen Sommer, einer normalen Sommersaison? Oder werden bestimmte Branchen, die Stadthotellerie, Fitnesscenter, die Eventbranche, werden die weiterhin Kurzarbeit brauchen? Wir werden natürlich in gewissen Bereichen Einschränkungen haben, das ist ganz klar, und das liegt nicht an Österreich, das liegt ja auch daran, wie der Reiseverkehr funktioniert, ob die Grenzen offen sind, also da wird es möglicherweise Einschränkungen geben. Deswegen wird es auch im Sommer noch die Kurzarbeit in gewissen Bereichen brauchen, aber das ist im Moment die Vorhersage auch von den Expertinnen und Experten aus dem Medizinbereich. Diese Einschränkungen sind nicht mehr so großflächig, wie sie jetzt noch der Fall sind im Gastro- und im Tourismusbereich. Und dann kann man natürlich die Kurzarbeit und andere Maßnahmen, die diese akute Krise abfedern, spezifischer gestalten. Und das wäre das große Ziel. Letztes Jahr hat das auch sehr gut funktioniert. Und heuer könnte es mit der Impfung noch besser funktionieren. Das ist im Moment die Vorhersage. Aber sind diese Hilfen oft treffsicher? Also Experten schauen ja nach Vorarlberg und sagen, jetzt sehen wir dort, ein Drittel der Gastronomiebetriebe haben geöffnet, der Rest nicht, weil für die rechnet sich's einfach nicht, weil die Hilfen so rentabel sind. Werden da Insolvenzen verschleppt?
Also die Hilfen sind, glaube ich, großzügig, aber das Öffnen ist ja auch eine riskante Entscheidung. Da geht es auch um die Frage, wie groß sind die Einschränkungen, die noch gegeben sind, die Sicherheitsabstände und so weiter. All das wird sich auch in der warmen Saison verbessern. Vieles wird draußen stattfinden. Natürlich gibt es die Abwägung, und die ist betriebswirtschaftlich nachvollziehbar. Deshalb, glaube ich, muss man auch die Hilfen irgendwann zurückfahren. Das geht aber nur, wenn es weitgehend keine Einschränkungen mehr gibt. Und wie gesagt, letztes Jahr hat das auch weitgehend funktioniert. Deshalb bin ich da grundsätzlich optimistisch. Es geht nicht um die Großzügigkeit der Hilfen. Es geht auch darum, die Betriebe zu unterstützen, diese riskanten Schritte zu unternehmen. Die brauchen natürlich Planungssicherheit. Und das ist im Moment noch immer schwer zu geben, diese Planungssicherheit. Aber je weiter wir sind im Impfen, desto größer wird diese Planungssicherheit. Ihr früherer Kollege WIFO-Chef Bartl sagt aber, es wird Insolvenzen geben müssen. Das heißt leider auch mehr Arbeitslose. Auch im Tourismus wird nicht jeder Job zu halten sein. Derzeit haben wir knapp 400.000 Arbeitslose und 75.000 Menschen in Schulungen. Jetzt wurde die Kurzarbeit das vierte Mal verlängert, aber für diese arbeitslosen Menschen gibt es keine weiteren Einmalzahlungen. Ist das gerecht? Ja, es gibt schon viele Maßnahmen. Erstens haben wir die Erhöhung der Notstandshilfe auf das Niveau des Arbeitslosengeldes beschlossen. Wir haben aber auch ganz klar gesagt, dass es jetzt darum geht, Menschen in Beschäftigung zu bringen, sobald das wieder geht. Und das kann hoffentlich sehr bald wieder passieren. Es gibt den Neustartbonus, eine Hilfe, wenn Leute neu eingestellt werden. Und natürlich die Qualifikationsmaßnahmen, ganz besonders wichtig, das größte Budget aller Zeiten dafür, um eben Menschen, die arbeitslos geworden sind, auf die Jobs der Zukunft zu qualifizieren. Ja. Also für bessere Jobs zu qualifizieren. Herr Minister, aber dennoch gibt es immer mehr Langzeitarbeitslose und selbst der Chef des AMOP, Herr Kopf, sagt, da könnte man schon noch einmal eine Einmalzahlung drauflegen, denn da geht es ja nicht nur um Arbeitsmarktpolitik, sondern auch um Armutsbekämpfung. Natürlich, es geht darum, jetzt das abzufedern. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Was ich tun kann, ist klarerweise alles tun, um Leute in Beschäftigung zu bringen. Auch da wird es Maßnahmen brauchen. Also Sie haben die Langzeitarbeitslosen angesprochen. Es gibt zehntausende Menschen, die in Maßnahmen sind in Österreich. Ganz spezifische Maßnahmen, um die Leute wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Besonders junge Menschen natürlich, das ist ganz besonders wichtig. Da kann es auch sein, dass wir noch mehr brauchen als das, was wir jetzt machen. Aber es passiert schon sehr viel in diesem Bereich. Im Moment ist der Arbeitsmarkt noch wenig dynamisch aufgrund der Schließungen. Ich glaube, dass sich einiges automatisch verbessern wird. Alles wird das nicht lösen. Wir brauchen möglicherweise weitere Maßnahmen. Das ist ganz klar. Der Arbeitsmarkt lässt sich nicht durch eine Einzelmaßnahme verbessern. Es braucht eine Vielzahl an Maßnahmen. Es gibt kein Allheilmittel am Arbeitsmarkt. Über diese Vielzahl wollen wir sprechen. Ja. Daher würde ich Sie mal ein bisschen kürzere Antworten bitten. Ich habe jetzt rausgehört, Sie wären für mehrere Einmalzahlungen oder dass man nochmal Einmalzahlungen tätigt für Arbeitslose. Ich habe gesagt, dass es wichtig ist, da eine Absicherung zu bieten. Ich habe nicht gesagt, dass es nochmal Einmalzahlungen gibt. Wir müssen uns das anschauen. Es geht letztlich darum, jetzt Beschäftigung zu schaffen. Das ist das große Ziel. Gut. Wenn die Krise vorbei ist, wann immer auch das sein wird, wir hoffen ja alle bald, dann haben Sie gesagt, muss man aber das Arbeitslosengeld reformieren. Es braucht Anreize, vielleicht am Anfang mehr Geld, dass der viel zitierte Koch dann in den Westen übersiedelt oder dass mehr Arbeitskräfte, die gesucht werden, nach Oberösterreich zum Arbeiten kommen. Heißt das aber auch, im Umkehrschluss könnte es Sanktionen geben, zum Beispiel geringfügiges Dazuverdienen soll gestrichen werden? Wir sprechen jetzt von der Zeit nach der Pandemie, wenn ein Arbeitsmarkt wieder normal funktioniert. Das ist wichtig, immer dazu zu sagen, weil jetzt ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Es ist eine schwierige Lage für viele Arbeitslose. Danach geht es darum, kann man das Arbeitsmarktsystem effizienter machen, kann man besser vermitteln und wie müssen die Regeln ausgestaltet sein, damit das funktioniert. Und da gibt es einige Vorschläge, die wir, glaube ich, diskutieren müssen. Und mir ist wichtig, dass wir alle Vorschläge und alle Maßnahmen, die es da gibt, was das Arbeitslosengeld betrifft, und das ist die Zuverdienstgrenze, das ist der Bereich des Arbeitslosengeldes, da geht es um die Regeln, die damit verbunden sind, dass wir die gemeinsam diskutieren. Und ein degressives Modell mit einem höheren Arbeitslosengeld am Anfang scheint auf den ersten Blick interessant, aber das ist noch Zukunftsmusik. Es geht dann um die Diskussion dieses Themas. Sagt Arbeitsminister Martin Kocher gestern Abend im Report.